Dass wir zusammengekommen sind, um das 50. Jubiläum unseres Scheibenschützenkorps zu feiern. 50 Jahre, ist das lang, ist das kurz, all das ist relativ. Ist überhaupt jemand dabei, der damals den Gründern zählte? Aufzeichnen, sind noch einige dabei. Aber es ist die Minderheit. Das heißt, damals waren einige schon anwesend, viele, die damals dabei waren, sind heute nicht mehr unter uns. Wir leben hierbei, was Tradition bedeutet. Tradition heißt zu wissen, ich bin mit meinem Leben unterwegs und ich lebe etwas weiter. Ich stütze mich auch auf das, was andere angefangen haben, aber ich mache es dann, führe es weiter, lasse es leben. Ich weiß, der Anfang ist mir geschenkt. Das gilt für das Miteinander im Chor, das gilt für unser Leben allgemein und wenn wir Gottesdienst feiern, schauen wir ja auf die tiefere Wirklichkeit unseres Lebens. Dank für das, was wir empfangen und Ermutigung für das, was wir weitergeben. Ich denke, da gibt es vieles, was uns bewegt, ganz unterschiedliche Eindrücke und Erlebnisse. Was sind denn eigentlich die Wurzeln von Gemeinschaft? Und in diese Worte, wenn Jesus sagt, das sagt er beim Abendmahl zu seinen Jüngern, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber kann es jetzt nicht tragen, nicht begreifen. Dann sagt er damit, ihr wisst, dass die Zeit Lebens in einem Wachstums- und einem Reifungsprozess seid. Eine der allerwichtigsten und ich finde auch schönsten Grundeinsichten unseres Lebens und Voraussetzung für jedes geteilte Miteinander zu wissen, ich selber stehe nicht unter dem Anspruch, perfekt zu sein und du stehst unter dem Anspruch ebenfalls nicht. Wir begegnen uns, damit wir Neues in uns entdecken und sich eben das immer weiter entfalten kann. Du brauchst nicht perfekt sein, weil es das gar nicht geben kann. Wenn wir ganz einfach naturwissenschaftlich uns das anschauen, dann wissen wir ja, dass wir Menschen Teil eines großen Entwicklungsprozesses sind, der Evolution. Und Entwicklung heißt, da kommt also immer mehr Verborgenes zum Vorschein. Es kann also gar nicht im Leben rein naturwissenschaftlich den Moment geben einer Perfektion. Und die Schützen, schenke uns immer ein frohes Herz, eine gute Gemeinschaft und ein friedliches Miteinander. Gott, unser Vater, wir bitten bitte dich. Wir bitten dich für unsere Familien und Freunde und alle, die unser Treiben beobachten. Ein guter Funken Hoffnung, Glaube und Liebe soll überspringen und die Menschen begeistern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, wir bitten dich für die Kameraden, die sich einbringen in unser Schützenwesen, die mit Rat und Tat allen zur Seite stehen und selber Opfer bringen, zeitliche wie finanziell. Ermuntere sie und hilf ihnen, denn auch sie haben manchmal schwere Stunden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, wir möchten heute auch für unsere alten und kranken Kameraden beten, die so gerne teilnehmen würden, aber nicht können. Gib ihnen die Freude, die sie immer mit uns hatten, und lass sie am Rande unserer Gedanken dabei sein. Gott, unser Vater, wir bitten dich, uns. Wir denken also an unsere Kameraden, die verstorben sind, ob in jungen Jahren oder hochbetagt, und an die Gründerväter unseres Chors, die heute nicht mehr bei uns sind. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht durch.
Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Sich stärke euch. Alle uns euch von Herzen lieben. Drei Einheit. Vater, Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ebe. Thank you.
Liebe Scheibenschützen, heute dürfen wir endlich nach 50 plus 2 Jahren feiern. Es hat lange gedauert, aber endlich sind wir da und ich glaube, wir werden heute noch einen schönen Abend verbringen. Ja, was zeichnet das Scheibenschützenchor aus? Als ich vor 48 Jahren ins Scheibenschützenchor eingetreten bin, war ich 10 Jahre alt. Da hat man noch zu viel Respekt wie Leuten, vor Leuten wie Theo Höher, Dr. Helmut Hauser und so weiter. Zu denen ich natürlich Sie gesagt habe. Und alle haben zu mir gesagt, im Scheibenschützenchor liebt man sich, denn wir sind eine riesengroße Familie. Natürlich sind wir nicht so groß wie die Jäger, gehen auch nicht vorne wie die Grenadiere, gehen meistens zum Schluss. Aber, wie sagt man immer, zum Schluss kommt das beste Chor. Nun möchte ich unsere Gäste begrüßen. Als ersten unser Königspaar 20, 21, 22. Unser Korpskönig Robin Duck. Unser Präsidenten Markus Odenthal mit seiner Frau Katja. Ehrenpräsident Günther Piel mit seiner Anita. Und den ganzen Vorstand vom Bürgerschützenverein mit ihren Damen. An der Spitze geht natürlich unser Oberst Peter Schröers mit seinem Adjutanten Kai Kottmann mit seiner Anja. Der Grenadiermajor Christian Krings mit Adjutant Patrick Jansen. Der Jägermajor Nikolai Dohl mit seiner Frau Anita, Nadine. Daniel Steiner. Den ältesten Scheibenschützen, den wir haben, mein Vater Rudi Gehl, Ehrenoberst. Manni Moll als Ehrenoberst mit seiner Anita. Manni, ich habe gehört, du hast heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Unser Ehrenmajor Dr. Helmut Hauser. Ehrenmitglied Bürgermeister AD Theo Höhr mit seiner Magda. Die hohe Geistlichkeit, Herr Schüttenbach und Herr Galitzi. Unsere Freunde aus Langwagen, vertreten durch Bertram von Nesserode mit seiner Frau Gudrun. Grenadiermajor aus Kapell, Daniel Becker mit seiner Frau Sarah. Unsere sehr guten Freunde, wo wir jedes Jahr unser Fackelbaufest durchführen dürfen, Brigitte und Walter Kottmann. Und natürlich das Team Erftruhe. So, die Stunde ist fast um. Damit ich nicht länger eure Zeit in Anspruch nehmen möchte. Und das wollen wir alle feiern, und was die Scheibenschützen so gut können. Nun möchte ich das Mikrofon unserem Major und Schützenkönig Stefan Tuck geben. Ja, schönen guten Abend zusammen. An meinem 28. Hochzeitstag hatten wir hier Vogelschuss und Ziel der Planung war, dass wir im Jubiläumsjahr der Scheibenschützen als Regentenpaar unser Chor repräsentieren können. Kam nur alles ein bisschen anders. 2020 wurde aus bekannten Gründen abgesagt. 2021 auch. Und jetzt 2022 sind wir voll der Hoffnung, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Der heutige Abend lässt uns da schon hoffen. Voll besetzter Biergarten der Erftruhe mit Marschmusik von der Kirche hier runtergezogen. Dabei schon mal vorab herzlichen Dank den beiden Jungs vom Jägerchor, die uns hier runter eskortiert haben. Wir haben das ganz klasse gemacht, weil gestern Nachmittag hat uns noch das Verkehrskommissariat der Polizeiwache Dürrenbruch wegen Personalproblemen abgesagt. Die waren so beansprucht von dem Citylauf gestern, wo die bestimmt mindestens 3 Mann abstellen mussten, um das zu sichern, dass wir heute kein Personal mehr über hatten. Jede Wette, wenn die Veranstaltung hier in Dürrenbruch stattgefunden hätte, hätten wir heute 6 mit Tore da vorne gehabt.
aber das ist ein anderes Thema. So, so, 2019 Vogelschuss hier in der Erftruhe. Und dann kam im Frühjahr drauf Corona. Das ist aber auch wieder eine Sache, wo ich mit meinem maßlosen Egoismus völlig daneben gelegen habe. Als die Klamotte in China losging, habe ich gedacht, jo, China, riesige Pief, ne? Bayern auch weit weg. Wir selber waren in demselben Jahr in Hinterglemm. Ich glaube, da hatten wir das erste Mal. aber dann habe ich da mal, du kommst immer krank aus dem Skiurlaub zurück, da denkst du nicht nichts bei, ne? Aber war dann anders. Mittlerweile kennen wir Sachen, wo früher kein Mensch drüber nachgedacht hatte. Kein Mensch hat früher Virologen oder Epidemiologen gekannt. Kein Mensch hat irgendwas gelesen von Inzidenzzahlen, R-Wert, Hospitalisierungsraten oder sonstiges, was wir mittlerweile alles können. Früher waren wir alle Fußballtrainer, jetzt sind wir Seuchenexperten. Ne? Hammer. Eine Sache am Rande noch, wo die meisten von euch werden wissen, dass kurz vor der Pandemie mein Papa verstorben ist, was auch letztendlich für ihn jetzt gut war, aber in einem seiner letzten hellen Momente nahm er mich auf Seite und sagte, hör uns Jung, was machst du eigentlich, wenn von heute auf morgen nichts mehr reinkommt? Gut, der hatte schwer Parkinson mit einer einhergehenden Parkinson-Demenz und das habe ich dann auch darauf geschoben, ich schon mal gesagt, guck mal, Alter, wir sind so breit aufgestellt. Ich habe eine Fahrschule, wir haben den Linienverkehr, wir haben Schulbusverkehr, wir fahren ein eigenes Reiseprogramm, machen Ausflugsverkehr. Was zum Henker soll denn bitte schön passieren, dass von heute auf morgen nichts mehr reinkommt? Ja, halbes Jahr später wusste ich das. Ja, da hieß es dann in so einem Nebensatz der Landesverordnung, der Verkehr mit Omnibussen ist verboten. Peng am Arsch, Fahrschule war zu. Ich meine, jeder von uns hat die Pandemie mit Sicherheit anders erlebt und viele Leute hatten auch mit Erkrankungen zu tun, jeder hatte seine persönlichen Ängste, die, wo jeder anders mit umgegangen ist. Einige Leute sind gar nicht mehr rausgegangen, andere Leute wiederum waren scheiße Jahre. Andere hatten vielleicht auch im eigenen Kreis Sterbefälle zu betrauern. Aber da hatte ich schon mal, und ihr kennt mich alle, ich bin normalerweise nie um Spruch verlegen, aber da hatte ich schon mal eine Panik in der Birne stehen. Weil ne, das sind, an meinem Laden hängen 42 Familien, die von mir quasi ernährt werden. Und wenn dann so von heute auf morgen Rampaf, guckst du erstmal doof. Ne? Aber das ist vorbei. Und wir dachten, Junge, jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Die Zahlen sind zwar immer noch so hoch, dass man vor 2 Jahren uns alle im Keller gesperrt hätte. Ne? Weil wir haben mal mit Inzidenzwerten von Grenzwert 50, 35, 10 gearbeitet. Ja? 10 war dann Gastronomie eingeschränkt, 35 war schon fast alles war zu und bei 50 war komplett Sendepause. Jetzt liegen wir irgendwo bei 280 und das dritte Jahr. Ja? Aber man gewöhnt sich an alles und so gewöhnt man sich auch an eine Pandemie. Mittlerweile, ich glaube, die hier sind, sind ja größtenteils die Scheiten, sind wir alle 3-mal geimpft und die Wesen und hast du nicht mehr gesehen, ne? Weitermachen. Ne? Wenn dich jetzt erwischt, da hast du 4 Tage, Liste Bett. Wenn es schlimm kommt, dann ist es wieder Not und weitermachen. So. Aber da sagt man gerade, jetzt ist das Schlimmste vorbei, jetzt geht es wieder voran. Ja, da fing der Wahnsinn in Russland mit Ukraine an. Ja? So, dass wir heute feiern, hängt mit damit zusammen. Viele von euch waren ja eben auch in der Messe. Dafür nochmal herzlichen Dank für die rege Beteiligung. Da habe ich ja gesagt, so ein Glaube, Hoffnung, Freude, Liebe, die überspringen will. Ja? Wir können uns jetzt nicht irgendwo einbuddeln, bis dann alles in der Welt oder Paletti ist. Da verschieben wir, glaube ich, noch 20 Jahre. Ja? Also, ja? Und dadurch, dass wir hier nicht feiern, glaube ich, stirbt in der Ukraine kein Mensch weniger. So schlimm wie das noch ist, habe ich schon wieder falsch gelegen, wie damals bei Corona. Als der Dolle Ivan mit seinem Manöver da rund um die Ukraine anfing, denke ich, das macht er nicht. Das packt er nicht an. Ne? Zack, schon wieder was Never. Ne? Aber so ist das Leben. Ne? Und letztendlich macht das ja auch alles gar keinen Sinn mehr. So, jetzt aber genug des Pessimismus. Heute sind wir hier, um den Scheibenschützenchor zu feiern. Und zwar 50 Jahre Scheibenschützen. In den Anfangszeiten hatten wir die Züge Alte Artillerie, Blauer Mondach, Jachtenstädter, der Erftruhe, Junker. Und die wurden zahlenmäßig ergänzt, um die Chorstärke zu kriegen vom Fanfarenchor. Nachzulesen in schon Festschriften zum 25-jährigen Jubiläum, 40-jährigen Jubiläum.
Wie Rolf eben schon sagte, als wir 83, also wir ist der Scheibenschützenzug, der Simmer eingetreten sind, da warst du stolz, wie Oskar Scheibenschützen zu sein, und ich hoffe, das ist heute bei den Jungs auch immer noch so. Da gab es Karl-Heinz, anfangs mit Atul Taki und später mit Horst Wassen. Da hast du zu aufgesehen und die hatten was zu sagen. Da wurde auch nicht gefragt, hör mal, habt ihr Lust beim Chorkarneval mitzumachen? Ja? Da kommt der Karl-Heinz an und gehört und sagt, übrigens, ihr wisst Bescheid, im Januar sind wir dran. Punkt. Ja? Dann wurde nicht diskutiert, ob du irgendwo mitmachst. Du konntest dann nur Ja geben, dass du dich nicht blamierst. Ja? Und aber in Frage stellen wurde das eben nicht. Ne? So, von Anfang an, 83 waren wir ja noch kleiner. Ja? Da haben wir zum Beispiel den Chorfrühschoppen noch hier hinten der Ecke rum bei Willibert und Majot im Yachten gemacht. Und teilweise unter Moskitonetzen, damit uns die Viecher nicht komplett zerstochen hatten. Ne? Und, aber der familiäre Charakter ist uns bis heute erhalten geblieben und hält auch den Haufen verdammt gut zusammen. Bei uns gibt es auch nicht. Du kannst dich bei den Scheibenschützen, egal an welchem Tisch dabei setzen, bei Jüdetkinnen, der kann mit Demnit oder der kann mit Demnit, kenne ich nicht. Ja? Das ist ein Haufen, was man auch an unserer Marschordnung erkennt, da ist nicht, ne? Einzug, 15 Meter ja nichts, ein Hauptmann, noch 8 Meter ja nichts und dann kommen wir 6 Mann in der Reihe. Ne? Wir marschieren im Block, weil wir halt zusammengehören. So, natürlich haben wir auch mit Veränderungen, die sich jetzt durch die Generationen ergeben, wie zum Beispiel unser ehemaliger bösen Budenball Karnevalsmontags auf Rosenmontag halt. Das war, als wir angefangen haben, hier eine brechendvolle Veranstaltung. Da kamst du weder durch das Saal, noch durch das Weinzimmer, noch durch die Kneipe, da wolltest du dich durchwühlen. Ne? Das ließ mit den Jahren nach. So, das ist einfach eine Sache, die dem Zahn der Zeit geschuldet ist. Wir hatten früher, gab es quasi außer der bösen Budenball in der Erftruhe, Jorbit rundherum nichts. Ja? Dahin ein Plakat, böser Budenball, in Wefelhofen verteilt, das reichte aus, bam, ist der Laden war voll. So, die Job war früher Kind Event Agentur oder so jetzt. Ja? Dann hast du es selber gemacht und heute durch das verbreiterte Angebot hat sich alles ein bisschen verstreut, dass unser bösen Budenball dem leider zum Opfer gefallen ist. Nicht dem zum Opfer gefallen ist glücklicherweise unser Chorkarneval, den wir bis jetzt alle 2 Jahre durchziehen. Mit einer etwas längeren Pause, ich hatte eben schon erwähnt mit Pandemie und hast du nicht gesehen, ne? In den letzten Jahren, aber ich denke, dass wir das Ding wieder ans Leben kriegen, auch wenn der jetzt auch beim letzten Mal schon ein bisschen mehr in Richtung Party geht, damit wir auch die Jüngeren daran kriegen. Also nicht mehr so viel Eintrittsauftritt nach dem anderen, zwischendurch ein bisschen mehr Musik, am Schluss ein bisschen mehr Tanzen und lustiges Zusammensein, kriegen wir schon hin. Der heutige Abend, wir feiern uns erstmal selber. Wir treten also auch nachher keine Clowns auf oder irgendwelche Kabarettisten. Doch, das stimmt, Nachtraum gibt es noch, aber... wir haben gedacht, wir nehmen unsere Chorklasse heute, damit wir uns einen tollen Abend machen. Im Vorfeld, weil wir haben mit den Planungen vor 3 Jahren schon angefangen, im Vorfeld wurde also diskutiert, gut, es kriegt jeder was zu essen, was machen wir mit den Getränken? Ja, da war zuerst Biermarken verteilen, pro Zug so und so viel und hast du nicht gesehen und wie verteilen wir das? Und dann irgendwann fängt es an, wenn ihr Automaten weg habt, selber bezahlen. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr gespart. Wir hatten ja 2 Jahre mehr Zeit. Also wir haben quasi, das Chor hat den Keller voll Kohle liegen. So hat man uns jetzt in der glücklichen Situation sein, zu sagen, scheiß doch uns drauf, feuerfrei, ne? Essen, Getränke, alles auf die Kasse. Die heute nicht da sind, haben Pech gehabt. Die haben 2 Jahre bezahlt für nichts quasi. Ne? Aber wir hauen heute die Kasse auf den Kopf und machen uns heute richtig geilen Abend. So, jetzt muss ich mal kurz mein Programm ein bisschen umstellen. Natürlich müssen wir heute Abend auch Danke sagen. Ja, das hört sich so. Ne? Erstmal danke ich den Herrschaften, den Kameraden aus unserem Vorstand für die tolle Planung und vor allen Dingen heute für den rasant schnellen Aufbau, der zum Beispiel nicht so schnell geklappt hätte ohne die Jungs von der Vivo Cover Bosch, die sich heute Morgen richtig mit dem Zeug geschmissen haben. Also, Wenn wir gewollt hätten, wären wir morgen eine halbe Stunde fertig gewesen. Wir haben ein bisschen was gezogen, weil man muss ja auch gucken, ist das Bier halt genug? Ja? Steht der Anhänger richtig? Das wird alles geprüft und in Ordnung gebracht werden. Ja? Ja, genau, also
Danke sagen möchte ich aber auch, und das kann man nicht oft genug sagen, den Frauen unseres Chors und die Frauen, die drumherum sind, auch wenn sie noch keine Ehefrauen sind. Weil, das weiß jeder von uns, du bist als Schütze am Arsch, wenn du zu Hause nicht unterstützt wirst. Ja? Das sieht man schon mal auf Schützenfest, wenn so Kameraden im Zelt auflaufen und du hast dann noch die Verpackungsfalten im Hemd, hinten eine Nadel noch im Kragen, ja? Da weiß schon alles klar, der wird alle hin. Ne? Das haben wir sind im Bügel, der hat vor uns kein Händchen dabei. Ne? So geht dann eins zum anderen. Also dafür auch euch nochmal herzlichen Dank, weil wir sehen nur so gut aus, wie wir aussehen, wenn wir euch haben. Jetzt habe ich noch einen Punkt, der mir besonders am Herzen liegt und der die letzten 3 Jahre ein bisschen untergegangen ist. Auszeichnungen verteilt der Major der Scheibenschützen ja nur selten, um genau zu sein, wer nicht gerade König ist, liegt ja dadurch ein bisschen mehr auszeichnen, aber nur auf unserem Chorfrühschoppen. Und heute Abend ist auch eigentlich kein Raum dafür vorgesehen. Wir haben aber einen Kameraden unter uns, der pandemiebedingt ein bisschen untergegangen ist, weil wir halt keine Gelegenheiten hatten mehr, seine Tätigkeit im Chorvorstand entsprechend zu würdigen. Die meisten können, die Insider können sich schon denken, wovon ich rede. Mein Hauptmann Alex, zieh dir mal die Jacke an und tritt mir da vorne an. Ja, ich sehe gerade, der Hauptmann ist halbwegs akkurat angezogen. Alex und ich kennen uns schon fast unser ganzes Leben. Ganzes Leben ist übertrieben, weil wir haben uns, ich glaube, ich war 11 oder 12 im Rahmen der KJG Weflinghofen, für die jüngeren Leute katholische junge Gemeinde, ja? Weil was anderes gab es damals hier noch nicht. Ja? Haben wir uns kennengelernt und schöne, ja, viele schöne Jahre im Jugendheim, wo jetzt ein Tamboko-Heim ist, und später im verneueren Pfarrheim, wo das ehemalige Krankenhaus war, verbracht. Sind dann auch eine ganze Weile zusammen zur Schule gegangen, teilweise auch in einer Klasse, das lag daran, bei dem sitze ich bleibe, ist dann auch bei mich in der Klasse, dann wenn ich sitze ich bleibe, dann war ich in der russischen Klasse, und wie das halt so läuft. Was letztendlich dazu führte, dass wir zusammen mit einigen anderen Kameraden im Jahr 1983 den ESMA gegründet haben. Alex war von Anfang an, war nicht von Anfang an. Zuerst haben die Jungs in ihrem jugendlichen Leichtsinn mich zum Zugführer gemacht. Wobei ich aber schnell feststellen musste, dass ich den Ansprüchen der Scheibenschütze nicht ausreichend genügen konnte. Darum bin ich auch jetzt Major. Wir haben dann relativ schnell von meiner Einheit zurückgetreten, Alex zum Zugführer gemacht, was sich nicht besser bewähren konnte. Wer Alex kennt, wenn Alex ein Amt übernimmt, macht er das nicht 100%ig, sondern 300%ig. War aber auch manchmal ein bisschen der Hals bricht, weil Alex war über 30 Jahre lang, und ich kenne keinen anderen, der das geschafft hat, Geschäftsführer von Scheibenschützen. Ja? Alex hat sich dabei nie in den Vordergrund gedrängt, sondern immer im Hintergrund gearbeitet und hat eine Hintergrundarbeit gemacht, die letztendlich dem ganzen BSV zugute kam. Hat mittlerweile eine Datenbank aufgebaut, die sagen, da ist da MAD ein Scheißdreck gegen. Also der, wenn du mal nicht mehr weißt, wo du wohnst oder deine Telefonnummer rum, Alex an, der hat dann alles. Und dann ist also auch, wenn wir im Vorstand zusammensitzen und im Häusern überlegen, hören uns, was war das, kommt immer relativ schnell, frag Alex. Ja, weil der hat eben den Verein komplett, ne? Wenn er den Kopf, dann weiß er, wo es steht. Und ist ja, du kannst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wo es steht. Und Alex weiß, dass wo es steht. Hat diese Arbeit also über 30 Jahre lang erstmal bei uns beim Scheibenschützen gemacht und ist jetzt, ja, ich möchte nicht sagen, ich weiß nicht, ob das ein Aufstieg ist, aber im Geschäftsführer und Vorstand des BSVs. Und man hängt sich da natürlich genauso rein, nur jetzt hat er noch ein bisschen was mehr am Arsch. Ja? Das ist also jetzt doch, ne, hat jetzt Nikolas Job übernommen, weil Nikola meinte ja, jeder Major wäre geiler wie Vorstand. Ne? Ich meine, Major ist auch geiler wie Vorstand, davon ab. Ne? Weil vom Vorstand merkt keiner was, ne? Außer dass er ab und zu auf irgendeinem im Zelt einen schwarzen Anzug anhast. Ne? Und wir können uns zumindest ab und zu bei der ersten Reihe sonnen. Ne? Ist auch ganz geil. Also ich habe das heute Nachmittag schon genossen. Ne? So, zack, vor der Musik vorne weg und mal Runde durch Weflinghofen. War schon ein guter Vorgeschmack. Alex, jetzt weißt du, ich bin schon immer ein Feind von Doppelauszeichnungen gewesen.
Also ich habe noch nie einen zweimal für den Regimentsorden vorgeschlagen. Und du hast, bis auf den hier, alle Auszeichnungen, die dem Regiment zu holen gibt. Du hast den persönlichen Oberstorden, du hast mehrere Regimentsorden. Du hast das silberne Hütchen. Jetzt habe ich mir überlegt, verdammt, was tust du mit Alex? Weil es gibt nichts, was der nicht noch schon hat. Und doppeln ist doof. So, von daher darf ich Sven jetzt erstmal... Nee, das weg. Weg. Aus. So, das heißt, wir fangen erstmal damit an, dass wir dem Alex eine Auszeichnung abnehmen. Sven, montier dir mal das Hütchen vom Revier. Komm mal in der Werkstatt hier hin. Das tätowiert. Das ist ein Wolfschneider. So, wie gesagt, ne, Doppelauszeichnungen hier wird nicht. Da haben wir gedacht, nehmen wir eine weg. Danke, Alex. Späße gemacht. So, so, das silberne Hühnchen ist weg. So, ich habe mir gedacht, worüber könnte Alex sich freuen? Eine Auszeichnung, die bis jetzt erst einmal im Scheibeschützenhof vergeben wurde. Der Alex ist mit Geld nur zu bezahlen, aber in Gold aufzuwiegen. Und von daher, Alex, möchte ich dir heute Abend unser Hühnchen in Gold verlangen. So, ja, ihr könnt ja gleich noch alle gratulieren, ist gut. Möchtest du sofort antworten? Aber, ja. Hochwerte Majestäten, Herr Major, ich bin ein bisschen überrascht und sprachlos letztendlich. Mein Werdegang über die vielen Jahre im Chor und die 30 Jahre als Geschäfts- und Schriftführer des Chors, so war genau die Funktionsbezeichnung. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin damals 1991 sehr spontan vorgeschlagen worden, nachdem der Generationswechsel im Chor in einer Chorversammlung im März in der Erftruhe, natürlich unsere Heimat der Scheibenschütze in Saal 1, vollzogen worden ist. Und ja, man kommt oftmals spontan zu irgendwelchen Dingen, die man dann ja, über 30 Jahre gemacht hat. Wenn man dann sowas hört, fragt man sich, wo die 30 Jahre geblieben sind. Es waren unbeschreibliche Jahre, tolle Erfahrungen. Ich hatte das Glück, unter drei Majoren zu dienen. Dr. Helmut Hauser, Helmut, 20 Jahre mit dir gemeinsam. Tolle Geschichte. Unser Zugkamerad und Freund Jürgen Stölting, nur kurze Zeit, wenige Jahre. Und dann unter dir, Stefan, ab 2012. Der Simmer als Majorszug, ein guter Freund aus frühen Kinder- und Jugendtagen als Major des Chors. Tolle Geschichte und wie ihr damals ganz spontan gesagt habt, 2019 wird geschossen, gekrönt, damit wir 2020 im 50-jährigen Bestehen des Chors Königspaar in der Stadt Wevenhofen sind. Das war schon sehr beeindruckend und ich bin auch sehr froh, dass unser Herr Simmer komplett dahinter gestanden hat und den Weg bis heute mitgegangen ist. Und vor allen Dingen, ich finde es super, dass ihr drei Jahre lang durchgehalten habt. Auch, du hast es eben gesagt, Stefan, bemerkenswerte Worte dazu in schwierigen Zeiten, die wir alle gehabt haben und vielleicht auch noch haben werden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja? Wir gehen aber davon aus, dass Schützenfest gefeiert werden kann in diesem Jahr, im August. Es wird auch Zeit, aus meiner bescheidenen Sicht zumindest. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Ich bin sehr beeindruckt, Stefan. Vielen Dank dafür. Fühle mich sehr geehrt, nehme das gerne an und danke euch allen für eine gute gemeinsame Zeit. Ich bin jetzt zwar noch Zuführer, aber auf anderer Ebene weiter tätig. Und wir sind eine große Schützenfamilie und da bin ich stolz drauf, ein Teil davon sein zu dürfen. Dankeschön. So, ihr habt jetzt nämlich ganz überstanden. Wir sind nicht alleine, die heute Abend 50-jähriges Jubiläum feiern. Im gleichen Jahr hat sich auch der Langwadener Scheibenschützenzug gegründet, deren Hauptmann hier vorne neben mir rollt. Ihr kennt alle seine beschwingten Reden, lasst euch überraschen, was er heute Abend drauf hat.
Und ich danke schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich nochmal, aber jetzt erst wollte unser Freund Bertram noch ein paar Worte an euch richten. Dankeschön. Ja, verehrte Majestäten, lieber Stefan, wenn du für diesen silbernen Orden Verwendung suchst, ich kann dir ein paar Empfehlungen geben, wem sie geben könntest. Verehrte Majestäten, sehr geehrte Damen, liebe Scheibenschützen, liebe Ehrengäste, liebe Gästinnen und Gäste, Gender muss heute sein. Also wir freuen uns sehr über die Einladung hier nach Bebelhofen in die Erftruhe zur Nachfeier unseres 50. Geburtstags und möchten euch uns als eigentlich unserem größeren Bruder, wobei natürlich Qualität und Quantität, das die Diskussion wäre es nicht. wobei, möchten wir euch herzlich gratulieren und die Glückwünsche zu eurem Jubiläum aussprechen. Ich tue das auch im Namen unseres Königspaar. Der König ist, glaube ich, gerade in Lissabon, die Königin in Maastricht. Also das ist alles ein bisschen ja, global, aber wenn es da über eine Monarchie einführen, nee, die Holländer haben, glaube ich, schon eine, dann ist das ja auch gut. Dass ihr euren Feiertag mit einem Gottesdienst beginnt, finde ich gut. Leider ist Pfarrer Schirpenbach wieder weg. Nicolo Galetti ist ja schon wieder da, nee. Er kommt aber gleich wieder. Aber euer Feldkaplan, Nicolo Galetti, wird euch verlassen. Wahrscheinlich hat er resigniert vor der Aufgabe. Ich meine, er kommt ja aus Italien, da gibt es ja Mafia und alles. Ne? Wahrscheinlich hat er resigniert vor der Aufgabe, aus euch anständige Menschen zu machen. Aber wenn ihr weiterhin einen geistlichen Beistand braucht, wir können euch mit Pater Elred, unserem Feldkaplan, aushelfen. Vermutlich wird nötig sein. Er lässt sich leider entschuldigen, weil er mit einem Konvent unterwegs ist. An diesem Tag denke ich gerne zurück an die vergangenen Zeiten mit euren Majoren Karl-Heinz Vogel, Dr. Helmut Hauser und Jürgen Stölting. Karl-Heinz Vogel habe ich als Major nicht richtig kennengelernt, aber ich weiß, dass am Tag, als er beerdigt wurde, gab es die Trauerfeier und alle, die da waren, erinnern sich noch, ich konnte nicht da sein, weil ich vom Kreißsaal auf die Geburt der derzeitigen Königin von Langwaden wartete. Und dann soll es aber irgendwie nach der Übergabe von Karl-Heinz Vogel eine Kampfabstimmung gegeben haben. Über die weiß ich nichts Genaues. Aber Helmut Hauser hat in dem ersten Wahlgang gemacht, glaube ich, pari pari. Aber Helmut Hauser hat diese Kampfabstimmung, glaube ich, gewonnen, weil er wahrscheinlich allen Scheibenschützen eine kostenlose Zahnextraktion ohne Narkose versprochen hat. Und auf jeden Fall wurde dann Helmut Hauser Major. Und danach Jürgen Stölt. Mein Vorgänger Jörg Carsten, übrigens, dahin ist er, der hat, pflegte, glaube ich, immer schon Freundschaft mit euch. Es soll in der Frühzeit des Chors eine Fußballmannschaft gegeben haben, an der auch Scheibenschützen beteiligt waren, die regelmäßig zweistellig verloren haben. Aber sie waren nachher beim Konsum von Getränken wohl Spitzenreiter und deswegen immer gerne eingeladen. Und diese Veranlagung hat sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte des Chors gezogen. Übrigens wird, Details weiß ich leider nicht, aber auf eurer Internetseite wird ja auch den Tag der Organspende hingewiesen. Vielleicht sollte man diese Anzeige mit einem Hinweis auf eure Organleber erweitern. Ob jetzt passiv oder aktiv, das müsst ihr selber entscheiden. Ich denke auch gerne an unser Königsjahr 1996 zusammen mit Helmut und Ingrid Hauser. Ich denke an die Gartenstädter mit dem unvergesslichen Robert Kronenberg. Ich denke an Jürgen Stölting. Mit ihnen allen haben wir unglaublich viele schöne Stunden verbracht. Aber wir wollen noch nach vorne schauen, in die Zukunft.
mit eurem noch amtierenden König Stefan, der zwischen 15 Jahren Major ist, nicht? Ja. Also, der übrigens den Nepotismus bei den Scheibenschützern geführt hat, aber ich als Nachfahre von dem Sport der Papst weiß, mit Nepotismus umzugehen, insofern ist alles okay. Wir wünschen euch eine gute Zukunft, auch mit dem Chorkarneval, auf den Stefan Zucker gerade hingewiesen hat. Eine geniale Veranstaltung, bei dem gnadenlos mit den Unarten der Scheibenschützen abbrechen. Wir danken euch heute sehr herzlich für die Einladung nach den 2 Jahren Corona. Ich wollte eigentlich ein Geschenk mitbringen, aber irgendwie haben wir einen Zuckerrohr, der sehr vergesslich ist. Dafür habe ich auch was anderes mitgebracht. Stattdessen. Und wir freuen uns auf die Vertiefung der Freundschaft anlässlich des Schützenfestes in Güngenhofen. Und vorher sehen wir uns hoffentlich auf der Kirmes in Langwagen mit einer qualitativ hohen und quantitativ nicht ganz hohen Abhoffnungsscores. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Ihr seid meines Wissens das größte Scheibenschützenchor im Kreis. Alles Gute für eine gute Zukunft. So, danke Bertram für die netten Worte. So, ich hatte eigentlich vorhin schon fertig. Darf jetzt ankündigen, Essen ist fertig. So, wir haben heute dafür schon mal vorab meinen herzlichen Dank, weil ich habe das jetzt nicht auf Cola zurückgezogen, weil ich ja noch ein paar Worte sagen wollte und den nicht den Sitzungspräsidenten geben wollte. Also, Firma Petri hat angerichtet. Es gibt live Barbecue mit allen möglichen, aber für Veganer ist es blöd heute Abend. Doch, es gibt noch ein paar Salate, haben wir auch dabei. Ne? Aber ansonsten, alles was vier Beine hat und kein Tisch ist und so weiter, liegt auf dem Grill. Ich wünsche euch guten Appetit. Der Daniel, kennen wir alle noch, mit tatkräftiger Begleitung, macht uns nachher ein bisschen was Musik. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ne? Aber geht alles. Ne? Und wünsche uns allen jetzt einen tollen Abend. Ne? Ich sag mal, anständige Leute gehen im Hellen nach Hause, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, ne? Also gleich wird dunkel und wenn das wieder hell wird, machen wir Feierabend, mal gucken, was die Afro dazu sagt oder die Nachbarschaft. Wünsche euch viel Spaß zusammen, war gefreut und guten Appetit zusammen. Komm, schmal, das ist ein. Wir stellen uns jetzt hier rein, das haben wir nicht gebacken gekriegt.